Wenn man Biologie in Gießen studiert, wird man mit allen Facetten der Biologie in Kontakt kommen. Sie werden mit Geräten wie Elektronenmikroskope, konfokale Laserscan-Mikroskope, mit hochwertigen Analysegeräten umspringen. Sie werden Gensequenzen analysieren. Also es gibt eine gewaltige Bandbreite von Sachen, die Sie in der Biologie lernen. Ich fand Anatomie und Systematik von Pflanzen und Tieren, das ist ein Modul. Das war sehr interessant. Da hat man wirklich Grundlegendes von Tieren und Pflanzen, was man vorher noch nie in seinem Leben gehört hat, hat man wirklich dann mal klar vor Augen geführt bekommen. Und das auch noch mit einer sehr humorvollen Art und Weise von den Dozenten. Wenn man Biologie in Gießen studiert, wird man mit allen Facetten der Biologie in Kontakt kommen. Sie werden mit Geräten wie Elektronenmikroskope, konfokale Laserscan-Mikroskope, mit hochwertigen Analysegeräten umspringen. Sie werden Gensequenzen analysieren. Also es gibt eine gewaltige Bandbreite von Sachen, die Sie in der Biologie lernen. Ich fand Anatomie und Systematik von Pflanzen und Tieren, das ist ein Modul. Das war sehr interessant. Da hat man wirklich Grundlegendes von Tieren und Pflanzen, was man vorher noch nie in seinem Leben gehört hat, hat man wirklich dann mal klar vor Augen geführt bekommen. Und das auch noch mit einer sehr humorvollen Art und Weise von den Dozenten. Wenn man Biologie in Gießen studiert, wird man mit allen Facetten der Biologie in Kontakt kommen. Sie werden mit Geräten wie Elektronenmikroskope, konfokale Laserscan-Mikroskope, mit hochwertigen Analysegeräten umspringen. Sie werden Gensequenzen analysieren. Also es gibt eine gewaltige Bandbreite von Sachen, die Sie in der Biologie lernen. Ich fand Anatomie und Systematik von Pflanzen und Tieren, das ist ein Modul, das war sehr interessant. Da hat man wirklich Grundlegendes von Tieren und Pflanzen, was man vorher noch nie in seinem Leben gehört hat, hat man wirklich dann mal klar vor Augen geführt bekommen. Und das auch noch mit einer sehr humorvollen Art und Weise von den Dozenten.